Der Grund eigentlich, dass ich Bäcker geworden bin, ist eigentlich in einem anderen Ding, weil früher als Kind haben wir daheim so eine Art gehabt, dass wir nicht einmal ein Brot auf den Kopf haben. Da habe ich mir allem gedacht, das täte nie eine Familie ohne, es wäre mir so arm, wenn wir es gehabt haben, das könnte die Familie halt nie untergehen. Und darum haben wir eigentlich einen Beruf, wo wir mindestens ein Brot selber haben. Eine Bäckerei, aber das ist ja gut und wir sind so zufrieden, wir müssen nicht größer sein, weil zu mir hat einmal ein deutscher Trainer, den ich gut kennt, und der ist auch oft gekommen da mit seinen Dingen, das ist ihm zugehört, gern zugehört und hat auch ein Brot allem. Dann hat er zu mir einmal gesagt, wenn du es in Stand bist, so klein zu bleiben, dann wird es dir allem gut gehen. Und so habe ich mir gedacht, eigentlich man muss, wenn wir das Leben haben und Dinge, ist ja auch eigentlich Ding. Man muss nicht allem größer werden und Ding. Erstens hat man nicht den Platz und zweitens sind sie so gut. Schon eigentlich das Brot ohne chemische Backhilfsmittel. Das ist einfach mein Anliegen, weil die einen haben alle chemisches Backhilfsmittel, dann brauchen sie keinen Vortrag mehr machen. Und das, wir müssen halt auf den Abend einen Vortrag machen, einen Dämpfel, und dann arbeiten wir eigentlich gleich als wir die einen mit einem chemischen Backhilfsmittel. Und das ist mir einfach ein Anliegen, dass wir das nicht brauchen. Erstens ist es teuer und zweitens ist es einmal so gesund, ja wie halt. Und deswegen habe ich mir allem gedacht, nein, machen wir es ohne. Und wir fahren mit denen, die Kunden wissen es zu schätzen. Es schmeckt so, weil wenn sie es zu ohne schmeckt, halt gleich. Und das schmeckt halt einfach ein bisschen anders. In der Bäckerei ist einfach wichtig. Ich sehe es halt so, wir verarbeiten ja Roggenmehl leihregional und das ist mir einfach wichtig. Weil es wird nicht gespritzt, es wird kontrolliert, ob es Ding ist. Und in den anderen weiß man nicht, von wo es herkommt. Das wird 14 Tage vor der Ernte mit Herbizid eingespritzt und so. Und das tut mir einfach ein bisschen Ding. Und deswegen habe ich gesagt, für Roggenmehl, den Roggen, was regionales Ding, halt nehme ich alles von da. Und das ist mir einfach ein Anliegen.
irgendwo ein Ort, wo man sich auch ein bisschen austauschen kann. Die einzelnen Leute vom Dorf. Und oft einmal kommen Leute von auswärts, die der Fragen nach alles Mögliche über unsere einzelnen Probleme oder auch über unsere Sachen, was so im Dorf gemacht wird. Eben, gerade wenn sie da warten müssen, bis sie so ein Brot kriegen. Und vor allem kommen auch ganz viele Leute schon zum Morgen hierher zu uns, weil sie nachher ein bisschen sich austauschen können, schon bevor ihnen Lohn aufsperrt.